So, gut, ihr lieben Makerlein. Ja, im letzten Video oder in einem der letzten Videos habe ich gesagt, dass wir ein bisschen was umstellen werden in Bezug auf unser Merch. Das heißt, diese Shirts werden langsam sicher nicht mehr zu verkaufen sein. Und dafür gehen wir jetzt mal gucken, welche neuen Shirts wir denn da holen. Denn ich habe schon welche bestellt und die gehen wir jetzt einfach mal abholen. Okay, wir sind jetzt hier bei der Firma Image Shirt Stick und Druck und Flock, glaube ich, heißt es richtig, genau? Druck und Stick, ja. Druck und Stick, genau, richtig. Ausgleich. Genau, und wir haben vor ein paar Wochen ein paar neue Shirts bestellt. Die Leute von uns im Discord kennen das Motiv schon. Und die Jungs haben das jetzt, glaube ich, richtig cool auf Shirt gebracht. Und zwar nicht einfach nur so, sondern in einem speziellen Druckverfahren. Und das heißt genau wie? Im Grunde ist es ein klassischer Siebdruck. Aber bei dem Siebdruck gibt es ein paar Effekte und dieser Effekt ist ein 3D-Druck. Die Farbe, die dazu verwendet wird, ist ein Expandex, also expandierender Druck. Und das macht einen ganz coolen Effekt bei den Shirts. Das passt ja auch eigentlich an sich ganz gut zu unserem Thema mit 3D-Druck. Man sieht es jetzt hier. Auf der Kamera weiß ich jetzt nicht, wie es rüberkommt, aber das hier ist so ein leichter Versatz halt. Das wirkt echt cool, muss ich sagen. Also das Motiv kommt richtig gut raus. Und der Stoff ist natürlich auch, also es ist nicht vergleichbar mit dem, was wir bis jetzt hier so mal bekommen haben. Die T-Shirts in dem Fall sind von Stanley Stella, was cool ist und immer sehr hervorzuhebend ist, weil es ist ein Organic T-Shirt, das heißt, es ist aus 100% Bio-Baumwolle. Mhm. Das heißt, wir haben einen ökologischen Anbau, nachhaltiges T-Shirt, es ist fair gehandelt. Sehr schön. Das heißt, es soll auch jeder seinen Lohn bekommen, der das T-Shirt hergestellt hat. Mhm. Ja, sehr lobenswert. Das ist gut, ganz gut. Also, ihr habt es gehört. Die Shirts sind, wenn das Video online geht, bei uns im Online-Store zu kriegen. Sind erstmal begrenzt von der Anzahl her und natürlich würden wir uns freuen, wenn dann die Nachfrage sehr rege ist und wir dann mehr von den Shirts bestellen können. Und vielleicht wird es dann auch nochmal, wir haben schon mal drüber gesprochen, noch eine Special Edition geben, aber darüber sagen wir jetzt erstmal noch nichts. So, und da sind wir auch wieder zurück. Und ich möchte nochmal, bevor ich euch das T-Shirt final zeige, noch kurz ein paar Sachen erwähnen, die ich jetzt nicht als selbstverständlich erachte, die die Firma aber von sich aus gemacht hat und die ich echt begrüße und echt top finde. Zum einen haben die mitgedacht und haben gemerkt, ey, beim Druck kommen die Augen von dem Roboter, vom Make-up-Bot nicht richtig raus. Also heben wir das nochmal ein bisschen an, damit das ungefähr so rauskommt beim Druck, wie später halt entsprechend auf dem Wallpaper, was wir haben, oder auf dem Motiv, was wir denen rüber geschickt haben. Finde ich, ist super gut gelungen. Macht nicht jede Firma, oder wenn eine Firma es macht, kostet es extra Geld. Klar, die werden es wahrscheinlich eingepreist haben in die ganzen Preise. Aber die Preise sind, finde ich, vollkommen in Ordnung. Wir werden beim Verkauf irgendwas unter 30 Euro liegen. Ich weiß es nicht genau, wir haben es noch nicht genau ausgerechnet, aber irgendwas werden wir hinkriegen. Also wir werden nicht allzu viel teurer sein im Vergleich zu Spreadshirt. Dafür wird sich aber die Qualität im Vergleich zu den bisherigen Shirts, finde ich, massiv anheben. Allein schon diese Art von Druck kriegt ihr bei Spreadshirt nicht. Das ist also wirklich so ein Schaumdruck, der einen 3D-Effekt ergibt. Und das passt einfach zu unserem Thema und ich finde, das Motiv sieht halt auch Hammer aus, weil sonst hätten wir es einfach nicht drucken lassen. Gut. Aber wie sieht das T-Shirt dann später angezogen aus? Na, ganz einfach. Ja, und puh, jetzt ist mir schwindelig, genau. Man sieht auf dem Shirt, die Tür ist lediglich im Schaumdruck gedruckt. Und der Rest des Make-up-Bots oder der Rest des Shirts ist ganz normal im Siebdruck gedruckt, wie der Herr schon gesagt hatte. Und dadurch hat man halt den Effekt, dass das Männchen quasi so aus der Tür nochmal eine dritte Dimension bekommt. Und das passt natürlich zum 3D-Druck bei uns jetzt hier perfekt. Ich finde, das Motiv ist der Knaller. Auch die Art und Weise, wie es verarbeitet worden ist, ist der Knaller. Und ich hoffe, es euch gefällt euch auch. Wir haben es jetzt für die Damen in S, M und L und für die Herren in M, L und XL.
ab sofort im Store verfügbar. Die Links dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ich hoffe, euch gefällt das Shirt auch. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr eins bestellt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, happy printing! Esquecer